Was soll wir bauen? Eine Rakete! So, Leute, nehmt euch die Items raus für die Rakete, die wir jetzt in 10 Sekunden bauen. Ja? Okay. Habt ihr schon die Items? Nee, Moment. Ja, ich glaube, alle haben die Items. Was? Hey! Ich habe doch keine Items. Enter, hast du schon Items? Nein! Ja, oh mein Gott! Die Items! Let's okay. go! Okay, geht's schon los? Enter, hast du den Timer angestellt? Nein! Okay, stell den Timer auf 10 Sekunden. Okay, ich habe eine Eieruhr eingestellt. Und los! Yes. Enter, wie viel Zeit haben wir noch? Was? Wie viel Zeit wir noch haben? Nicht mehr viel. Oh, oh. Und stopp! Oh Gott, das sieht aus wie der, ich würde sagen, wir fangen mit Enters an. Alle machen wir zu Enter. Okay, ja. Das ist Enters Rakete. Die funktioniert sogar. Guck doch, Alti. Warte. 3, 2, 1, wow! Wow! Also, eindeutig eine Rakete. Ja? Noch mal. Und wow! Alter, Leute, das ist die beste Rakete der Welt! Ed, du hast mich in Game 0 gepackt! Hey, nein, stimmt doch gar nicht! Ed, du bist ein Witzbold! Naja, die Rakete ist ganz cool! Ich würde sagen, wir gehen mal zu Wendys Rakete rüber! Ja! Und da. Das ist eine Mega-Rakete! LOL! Alter, die ist ja mal voll cool! Fresh! In die Kommentare, immer welches das Beste ist bei den 1, 2 und 3. Und ja, ich finde die cool, aber gehen wir mal zur besten Rakete rüber, Freunde. Ihr wisst, welches es ist. Rein hier! Hä? Oh mein Gott! Eine Rakete, das ist doch keine. Ja doch, hier ist das Feuer. Hä? Und das ist was? Und hier ist ja die Spitze. Hä, doch, nein! Sie brennt. Siehst du das nicht? Hier die Flammen. Ja! Oh. Mach die aus, Alki, mach die aus! Hä? Die hat gebrannt! Das ist nicht so cool! Hä, was ist mit dir los? Die hat gebrannt, Alter! Enter hat deine Rakete gesettet! Ja! Ja, gut! Na, Ich muss sie retten! Enter! Hä? Ich muss sie retten, Alter! Jetzt lass mich doch deine Rakete retten! Enter! Was geht? Ah! Wow! Alter, das ist ja echt eine schöne Rakete, Alter! Ja, super! Ah! Ups! So, ich würde sagen, wir gehen zu einer Minute. Gebt auf eure Plätze. Seid ihr bereit? Nein, ich bin noch nicht mal da. Ja. Moment, ich kann gar nicht fliegen. Sagt, wenn ihr ready seid, Freunde. Ich habe auf jeden Fall Lust. Okay, ich bin ready. Entweder du auch? Ja. Stell die Eieruhr auf eine Minute. Okay, ich habe meinen Kompass bereit. Ist sie ready? 3, 2, 1, let's go! Let's go! Oh mein Gott, das wird die beste Rakete aller Zeiten! Das wird die beste Rakete aller Zeiten! Glaub ich nicht, Alter! Oh mein Gott! Das ist die beste Rakete, die ich jemals hatte in einer Minute! Echt jetzt? Denke mal, ne? Was geht? Oh mein Gott! Wie viel haben wir noch? Noch eine halbe Minute so circa. Oh mein Gott! Leute! Ja? Wie weit seid ihr? Es dauert noch ein bisschen. Bisschen. Oh mein Gott, oh mein Gott, diese Rakete ist halt wirklich krass. Oh mein Gott, wie sieht überhaupt eine Rakete aus? Keine Ahnung. Ja, wir haben sie gleich geschafft. Was geht? Oh mein Gott. Oh, noch 10, 14 Sekunden. Oh mein Gott. 14? Nein. Ja. Ich bin noch nicht so weit. Oh oh. Oh mein Gott, das ist die beste Rakete, die ich jemals gebaut habe in der Minute. Habe ich überhaupt schon mal eine Minute gebaut? Ich glaube nicht. Habe ich überhaupt schon mal eine Rakete gebaut? Ich denke mal, ne? So, ich bin ready. Minute ist rum. Wie, die Minute ist rum? Ja. Dann würde ich sagen, Freunde, gehen wir nach unten und gehen wir erstmal rüber zu Ente. Ente? Ja? Also, das ist deine Rakete. Winnie, kommst du auch? Ja. Ja. Oh, wow! Die Rakete ist halt echt cool geworden! Danke, ist wirklich cool geworden! Was geht? Alter Schwede, das ist ja ein richtiger Jacuzzi! Ja, Mann! Hey, ich find's echt cool, ne? Weil hier unten ist das Feuer und dann kann man hier so einsteigen und einfach... Ah, löschen! Feuer! Löschen, Alti! Oh, das ist ja kein Feuer! Hoppala!
Du übertreibst die Lage immer ein bisschen, Ente. Was geht? Ich find's cool. Lass uns zu Wendy's gehen. Wendy ist nicht so weit gekommen, glaube ich. Ich hab hier vorne gebaut. Alter, die Rakete, die ist ja so krass. Hallo, meine Rakete ist hier. Irgendwo. Ach so. Warte, ich muss sie suchen. Hier sind so viele Räume. Ach, hier. Ja, die ist leider noch... Die ist auch ganz cool, ne? Aber weißt du, was mir daran nicht gefällt, IT? Was denn? Du musst, wenn du Weltall bist, Bücher lesen. Ja, klar. Oh Gott. Selbst da musst du dich ein bisschen weiterbilden im Weltraum. Voll wichtig. Nein. Nee. Okay, Leute, kommt zu mir. Ich hab die krasseste Rakete der Welt. Man kennt sie. So, kommt rüber. Oh, wow. Lol, das sieht ja echt krass aus. Guckt mal, Leute, hier könnt ihr einsteigen. Hier ist das Feuer. Und, oha. Ich würde sagen, ich fliege in den Weltraum. Tschüss, IT. Tschüss. Wow. Sind wir schon auf dem Mond angekommen? Ja. Hä, sieht genauso aus wie vorher. Klar, deswegen können wir auch schweben jetzt hier. Hier ist alles schwerelos. Wie findet ihr sie, ist aber ehrlich? Mega gut. Sehr schön. Ich find sie auch cool. Raketenantrieb. Ente, lass es. Oh mein Gott. Ich würde wieder alles kaputt machen. Naja, Leute, ich würde sagen, kommt zu eurer Seite. Winnie, diesmal in die Mitte. Jetzt haben wir mega viel Platz. Winnie, komm her. Einmal rüber da. Ein Feld noch. Okay. Ja, ist dein Platz. Okay, danke schön. Ente, stell die Eier auf 5 Minuten. 5 Minuten. Und jetzt haben wir genug Zeit. Let's go. So, Leute, ich denke mal, wir haben genug Zeit. Nicht genug bestimmt. Doch, wir können uns auf jeden Fall Zeit lassen. Was geht? Alter, wie kommst du eigentlich zu den blöden Sprüchen immer? Welcher Spruch? Du machst immer die gleichen Sprüche. Stimmt doch gar nicht. Was geht? Wie viele Raketen baut ihr eigentlich so in eurer Freizeit immer? Viele. Wirklich? Ja. Ununterbrochen. 5 Minuten ist halt so viel, da kann man halt so ein ganzes Space Shuttle halt bauen schon. Ja! Ich dachte 10 Minuten! Ich weiß nicht! Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob wir mal eine Folge machen sollen, wo wir wirklich mal 10 Minuten oder eine Stunde bauen wollen! Nein, IT, viel zu lang! Stunde? Ja. Ein Zeitraffer! Einfach mal eine Stunde! Stell dir mal vor, was wir alles in einer Stunde bauen könnten! Dann können wir ein ganzes Weltall bauen in einer Stunde. Nein, niemals! Wie niemals? Ich bin der festen Überzeugung, das wäre schon eine Idee. Aber das müsst ihr daraus entscheiden. So. Wie weit seid ihr mit eurer Rakete? Oh mein Gott. Nicht. Ende ist wohl nicht so weit. Übrigens, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr schon mal eine Rakete in Minecraft gebaut habt. Würde uns interessieren. Oh mein Gott, Ende, wie lange haben wir noch? Noch 3 Minuten fast. Was? 3 Minuten? Ja, nur noch. Oh mein Gott, es regnet einfach. Ende, schau mal aus dem Regen. Weißt ja, Regen mag nicht jeder. Ich fühle mich ein bisschen im Stress. Ich auch. Ich gar nicht. Wisst ihr, es ist einfach so viel Zeit noch. Nein, IT gar nicht. Hä, wieso? Übelst, Alter. Wir haben mega den Stress. Wir haben gar nicht mehr Zeit. Ey, Leute, es macht so Spaß, die Rakete zu bauen! IT, das ist CIA! Also, ich würde sagen, die Rakete ist halt echt schon krass gut. Bei euch so? Geht so. Ich muss mich konzentrieren. Wie viel Zeit haben wir noch? Noch 2 Minuten. Oh mein Gott, noch 2 Minuten. Ich bin auf jeden Fall bereit für diese 2 Minuten. Ey, Leute, das wird die krasseste Rakete der Welt werden! Ja, Mann! Ich bin auf jeden Fall ready dafür, den ersten Preis zu kriegen für die beste Rakete der Welt. Safe dich, IT. Doch. Alter, das ist die krasseste Rakete der Welt. Echt? Ich denke mal, ne? Ich hab das so ein Gefühl, Ente. Oh mein Gott, das ist so eine krasse Rakete. Oha. Ja, Mann. Ja, Mann. Hallo, meine klasse Freunde. Oh, ich verbaue mich, wenn ich so im Stress bin. Ja, ich auch.
unserer Kinder einfach nur. Ihr müsst auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, wer die beste gebaut hat. Aber ich denke mal, ihr könnt einfach eigentlich schreiben, dann habt ihr schon gewonnen. Nein, save dich. Doch, doch. Das wird alles. Oh nein, verbaut. Gott, ich hab doch keine Zeit. Ich. Hä, ich denke, wir haben noch genug Zeit, oder? Nein, noch eine Minute. Nur noch eine? Ja. Dann müssen wir uns jetzt echt mal ranhalten. Spute dich, IT. Meine Rakete sieht aus wie ein Hochhaus. IT, wir sind gleich fertig. Ja, wir haben noch eine Minute. Oh mein Gott, Emma, oh Gott, wie viele haben wir noch, Ente? 10 Sekunden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vorbei. Ach, Mann. Okay, ich würde sagen, gehen wir erstmal zu Ente. Junge, einfach 5 Minuten, da konnten wir so viel krasses Zeug bauen, Leute. Ja, Mann, was geht? Oh Gott, Ente. Hä, das sieht ja mega fresh aus. Ach, das ist ja meine. Ja, gell, das sieht echt gut aus, hab ich doch gesagt. Moment, Ente, ich bin auch gleich da. Finny, musst du auch sehen? Oh Gott, Leute. Ich da ist sogar ein Astronaut drin, Alti. Guck doch. Zeig mal. Da. Oh, krass, ja. Ein echter Astronaut aus dem Weltall. Der ist schon Skelett, Alter. Der hat so lange auf dich gewartet, Alti, du Lahmarsch. Moment, das sieht ein bisschen aus wie Gillette Abdi, oder? Der sieht voll glücklich aus da drinne. Ja. Ja, der darf gleich zum Mond fliegen. Ist so. Ohne Rückflug nämlich. Ja. Kein Wunder, dass er so glücklich ist. Ich find sie ganz nett, Ente, aber... Guck mal, die Rakete von mir kann sogar starten, IT. Zeig mal. Let's go, mit TNT-Antrieb. Mal gucken, wie hoch die fliegt. Oh. Das war ja wohl nichts für einen Astronauten. Ich glaub, das war ein Fehlstart. Ja. Okay, das war ein schönes Leben, Astronaut. Nächste Rakete. Tschüss. Tschüss, Astri. Oh mein Gott, Leute, das ist Windys Rakete. LOL, die sieht ja echt gut aus. Ja, die startet sogar gerade, das ist sogar so eine Diamantrakete. Oha. Mit dem festesten Stoff der Welt, damit sie auch nicht kaputt geht, wenn sie in die Atmosphäre eindringt. Auf jeden Fall. Einfach nur klasse. Ich finde sie cool, Wendy. Was hast du dir dabei so überlegt? Erzähl mal. Ich habe überlegt, da ich die Rakete nicht gut bauen kann, mache ich umso mehr Feuer. Feuer! Ja. Ich finde es schön. Ist auf jeden Fall eine coole Rakete. Schreibt mal in die Kommentare, welche ihr das besser findet. Endes oder Windys. Und jetzt, Freunde, jetzt kommen wir zur besten Rakete der Welt. Let's go! Rein hier! LOL, wie riesig ist die? Oha! Wie? LOL, IT! Kommt rein, Leute! Ab ins Weltall! Seid ihr bereit? Die ist schon ganz schön groß. Es geht jetzt ab ins Weltall, Freunde. Ente, komm rein. Warte. Weg vom Handy. IT, was ist da passiert mit deiner Rakete? Ente! Ente! Was? Was passiert hier, Ente? IT, deine Rakete, die ist irgendwie eklig. Ente, du hast sie geändert. Da ist doch... Lol, IT, warum hast du deine Rakete kaputt, hä? Da ist doch noch alles normal. Da hast du, Ente! Hey, das war ich gar nicht. Ich hab gar nichts gemacht, Alter. Und jetzt, Freunde, jetzt machen wir den krassen Raketenstart. Oh, nein, mach dich nicht kaputt. Ich bin so schön dafür. Ihr wisst, wie es läuft. Alle mal TNT setzen. Es ist jetzt aber Zeit, dass wir mal starten. So. Ich gehe auch rein in die Rakete, wenn die zusammen und du startest. Okay, Ente? Okay. Oh ja. Okay. Wenn ihr bist bereit, rein mal. Ich muss nur irgendwie... Hallo? Aber wie ist euch drin? Mach mal die Betten nochmal neu. Das ist nur ein kleiner Schritt für die Menschheit. Aber ein großer Schritt für uns. Ente, schon den Countdown. Es geht schon los. Happy, es geht schon los. Oh. Das war nicht so viel Raketenstart. Nee, Mann. Also, Leute, wenn es euch gefallen hat, schreibt in die Kommentare, welches die bessere Rakete war. Lasst ein Like da.